und herzlich willkommen, liebe Freunde vom Odenauer Karneval Club. Ich darf euch in dieser besonderen Kampagne 2021 zu einer im wahrsten Sinne des Wortes ausgefallenen Fernsehsitzung begrüßen. Leider hat uns ein Virus, das im Gegensatz zu uns keinen Spaß versteht, daran gehindert, dass wir mit euch zusammen, liebes Publikum, unsere drei Prunksitzungen in der Merkurhalle durchführen können. Das ist für uns Fasnachter wahrlich ganz bitter. Darum haben wir uns eine Alternative ausgedacht. Da wir nicht ganz auf unsere Fasnacht verzichten wollen, werden wir euch mit einem Rückblick auf die letzten Jahre unserer Prunksitzungen unterhalten. Von allen unseren Aktiven auf der Bühne haben wir einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Da, wo es möglich war, hatte eine oder andere Aktive mit einem neuen Auftritt zur Aktualität der Sendung beigetragen. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß und saugute Unterhaltung. Lehnt euch zurück, zieht eure Phasenkostüme an, macht es euch auf der Couch bequem, schenkt euch euer Lieblingsgetränk ein und genießt in eurem Wohnzimmer unseren einmaligen Film Best of Sitzungen. Ja, und unser nächster Programmpunkt wird nun hochwissenschaftlich. Ich darf euch ankündigen, den über die Landesgrenzen hinaus bekannte Professor Confitius Virologus. Viel Spaß! Hier ist das OCC Fernsehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Corona-Nachrichten. Trotz der beginnenden Impfaktionen sind pünktlich zur fünften Jahreszeit wichtige Veränderungen der Hygiene- und Abstandsregeln in Kraft getreten. Hier zuerst die neuesten Verordnungen für die Metropole Ottenau in South Germany gelegen. Für unsere Zuschauer in Amerika, Afrika und Sulzbach deshalb der Hinweis: Ottenau liegt im Black Forest südlich des Lake Murgsee am Fuße des 199 Meter hohen Pitts Woods, hier auch Sauberg genannt. Ab sofort gelten nun klare und eindeutige Vorgaben. Es herrscht strengste Maskenpflicht für alle Ottenauer, die im Sternzeichen Jungfrau, Waage oder Wassermann geboren sind, und für alle Porsche-Fahrer, außer wenn sie grüne Socken tragen. Die Maskenpflicht gilt aber nicht, wenn sich eine 11 im Kfz-Kennzeichen befindet oder ein OCC-Wappen auf die Socken gestickt ist. Für alle Autofahrer, in deren Fahrzeug eine rosa Klopapierrolle mit einem Dackel auf der Hutablage wackelt, gilt die Maskenpflicht vorsorglich rund um die Uhr, übrigens auch für den Wackeldackel. Alle Ottenauer, die in einem Unimog Cabrio mit Solar-Elektromotor fahren und einen mit Himbeergeist getränkten Schal vor der Nase tragen, von Ärzten auch Rotzlumpen genannt, sind von der Maskenpflicht befreit. Bezüglich der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gilt ab sofort: Wenn die Farbe Ihres Wohnhauses gelb ist, dann dürfen Sie Ihr Haus nicht verlassen, außer wenn das Haus auf der rechten Straßenseite steht. Diese Ausnahme entfällt jedoch, wenn ein Parkplatz vor dem Haus ist. Bei mehreren Parkplätzen entfällt die Regelung allerdings komplett, es sei denn, es ist ein Behindertenparkplatz dabei. Frauen dürfen ab heute Abend die Wohnung nur verlassen, wenn sie verheiratet sind, allerdings nicht, wenn sie Kinder haben. Es sei denn, es sind mindestens zwei Kinder des gleichen Geschlechts, deren Altersunterschied aber nicht größer als 6 Monate sein darf. Gehören neben Kindern auch Kanarienvögel oder Schwiegermütter zum Hausstand, trifft die Regel nicht zu. Für ledige, aber alleinerziehende Frauen mit mehr als 5 Kindern von bis zu 6 verschiedenen Männern gilt strengste Maskenpflicht in Verbindung mit einem absoluten Betretungsverbot von Wohnungen, in denen sich alleinlebende Männer ohne Hose aufhalten. Allerdings nur dann, wenn keine Verhütungsmittel im Haus sind. Sind diese Männer bereits über 75 Jahre alt und es ist kein Viagra verfügbar, dann entfällt dieses Besuchsverbot. Übrigens, sollten Sie im Laufe des Abends Ihren guten Geschmack verlieren, dann trinken Sie zuerst eine Flasche Rothauspilz, danach eine Flasche Rotwein, Lager Selbacher Rattengickel und zur Abrundung einen 1/4 Liter dunkle Grillsoße vom Krug. Sollten Sie beim Trinken keine Unterschiede mehr schmecken, dann freuen Sie sich. Mit Gottes Wille sind Sie bald immun gegen das Virus, auch ganz ohne Impfung. Apropos Impfungen.
Hier noch eine Eilmeldung. Das Bundesministerium für Gesundheit hat soeben entschieden, Corona-Leugner werden nun doch vorrangig geimpft. Aber nicht gegen Covid-19, sondern gegen Dummheit. Meine Damen und Herren, bleiben Sie gesund. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von Scheißdreckbabbler, Flümli, Wäuschkarl, das Flümli von Scheißdreckbabbler. Sie sehen nun das Ergebnis jahrelanger Bemühungen verantwortungsbewusster Männer und Frauen zur Verbesserung der Geburtenrate, hier speziell in Ottenau. Den OCC-Narrensamen. Viel Vergnügen! Moderatorinnen heute.
dieses Jahr gäbe es so viel zu berichten. Von Trump bis Corona gäbe es 1000 Geschichten. Doch Feste, Partys und Sitzungen sind nicht erlaubt. Deshalb ist der Narr nur halb so laut. Um euch trotzdem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, muss ich heute einfach etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Dieses Jahr hat's mich verschlagen auf der Bau. Dort ist der Ton rau, besonders für eine Frau. Unter der Gürtellinie darf's da gern mal sein. Deswegen geh noch lang nicht heim. Jetzt heißt nicht mehr nur arbeite von 8 bis 4, sondern auch mal trinke auf der Baustelle ein Bier. Die männliche Kollege, die glotze dabei wie ein Fisch. Das die trinke ich allemal unter der Tisch. Dich würde ich auch mal flachlegen, und zwar auf der Stelle. Naja, als Frau auf dem Bau brauchst halt ein dickes Fell. Am besten ist's, wenn ich mit der Kollegin bin auf Tour. Das ist Frauenpower pur. Wir Mädels, wir rocken die Baustelle, das ist doch klar. Das machen wir ja schließlich seit dem ersten Ausbildungsjahr. Wir schuften besser und härter als die männliche Kollege. Und die schauen dann aus der Wäsche wie ein Pudel im Regen. Auch privat ging's bei mir mal wieder richtig rund. Mein Vater, der war dabei im Grund. Der ist der Meinung, meine Katze wäre zu langweilig daheim zu Haus. Ich sollte ne Gebbe zum Spiele, ne Maus. Ich fragte den Entsetzer mal, weißt du eigentlich, was die mit der mache? Doch mein Vater, der konnte darüber nur lachen. Ich sollte ne Gebbe, ne weiße Maus, die könne meine Katze necke, weil das gäbe auf meinem weißen Teppich weniger Flecke. Auch mein kleiner Cousin, der war letztens genial. Der half ner Nonne über die Straße, soweit. Ganz normal. Als die sich bedanken wollt für diese Tat, kam von ihm ganz chillig, Batmans Freunde sind auch meine Freunde. Yo, akkurat. Jetzt aber hab ich genug erzählt aus meinem Leben. Die Jugendgarde wird nun als Lucky Luke das Video beleben. Ahoi! Jeder Mann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Trug schlägt ein Herz aus Gold, knallt ein blitzschneller Colt. Ja, das ist Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Er hat Glück und keiner legt ihn rein. Er wird der Sieger sein. Willkommen in meiner Cowboy-Schule. Wollt ihr auch ein Cowboy sein wie ich? Dann müsst ihr die 3 Prüfungen bestehen. Reiten, Schießen, Lasso werfen. Seid ihr bereit? Dann los zur ersten Prüfung. Mit dem Reiten klappt ja super. Auf geht's zur zweiten Prüfung. Wollt ihr schießen lernen und schneller sein als euer eigener Schatten? Los geht's!
Seid ihr bereit für die letzte Prüfung? Dann holt euer Lasso raus. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ihr habt es geschafft. Jetzt seid ihr alle Cowboys. Wie ich. Schön haben sie tanzt. Aber selbst so ein Cowboy wie der Lucky Luke konnte die Corona-Pandemie nicht verhindern. Apropos Corona, dafür bin ich auch betroffen. Ich schaffe ja normalerweise da drinnen, also da unten in der Info drin. Komm grad vom Post holen. Aber zurzeit schaffe ich mehr von daheim. Oder wie heißt es auf Neudeutsch? Homeoffice. Homeoffice. Mensch, wenn ich das Wort schon höre, Homeoffice. Man könnte gerade meinen, das Coronavirus ist in manch einem sein Hirn eingedrungen und hat dort auf der Festplatte die deutsche Sprache gelöscht. Man schickt ja die Kinder mittlerweile nimmer heim zum Lernen. Man schickt sie ins Homeschooling. Homeschooling via Data Connection. Im Internetstream. Selbst mein Chef da oben, denn sie ist ja fast bei keiner Sitzung mehr. Geht halt alles über Sky Basic Online Session. In der virtuellen Meeting Hall. Mensch, früher hat man sich dann noch zusammen telefoniert. War das noch Zeit? Oder sagt er halt mal einen im Supermarkt. Hey, halt mal Abstand. Was willst du? Social Distancing. Ah, sag doch das gleich. Aber was soll's, das bringst du in die Birne nicht mehr rein. Also Leute, ich muss heim. Ich habe noch einen Travel Planning Circle. Also ich muss mit meiner Familie noch bequatschen, wo es in Sommerurlaub noch gehen soll. Eigentlich sage ich nur, Humba Humba, Tätere, viel Spaß mit dem OCC Kabarett. Humba, 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 Humba.
Humba, Humba! Humba! Humba, Humba! Corona keine Chance. Aber bitte denkt daran,
Nur ein Gläschen. Ihr werdet es sofort spüren. Es geht euch gesundheitlich, körperlich und auch seelisch gleich viel besser. Diese Schluckimpfung hilft schon bei der ersten Anwendung gegen das Virus. Wunderbar. Aber denkt daran, täglich nur ein Gläschen. Hallo, ihr Damen. Und nun schnappt euren Herzallerliebsten und legt in eurem Wohnzimmer ein Tänzchen aufs Parkett. Dann lasst ihr die Korken knallen und dann, jawohl, Schluckimpfung. Aber täglich nur ein Gläschen. Und im Jahr 2022 treffen wir uns alle wieder in unserer Merkurhalle. Aber so lange befolgt ihr meinen genialen Rat und genießt meine wohltuende Schluckimpfung. Aber, wie gesagt, täglich nur ein Gläschen. Und nun, meine Damen und Herren, liebe Freunde vom OCC, es geht weiter in unserer ausgefallenen Fernsehsitzung. Auf die nachfolgende Gruppe sind wir ganz besonders stolz. Freuen Sie sich mit mir auf die 34 schönsten Beine des Murktals, auf die 17 allerhübschesten Mädchen des Schwarzwalds, auf ganz viel Schwung gepaart mit einer tollen Musik, auf unser OCC-Marschballett. Thank you.
Dienstag war ich die kostenlose Maske abholen in der Apotheke. Dann habe ich mich da in der Reihe aufgestellt. Vorne dran ein junger Mann und beschwert sich beim Apotheker. Ich habe letzte Woche bei Ihnen schwarze Kondome gekauft. Die färbe ab. Hinten dran, so ein alter Zausel geht vor und schreit noch nein. Stimmt, und umknicken tun sie auch. Dann kam wieder ein älterer dran, der hat gefragt, haben Sie Rheumasalbe? Sagt der Apotheker, klar, wir sind eine Apotheke. Haben Sie auch Wärmepflaster? Sagt er, klar, wir sind eine Apotheke. Haben Sie auch Viagra? Sagt er, klar, wir sind eine Apotheke. Aber warum fragen Sie denn das? Sagt er, wissen Sie, ich werde noch einmal heiraten und wir überlegen uns, ob wir nicht bei Ihnen den Hochzeitstisch machen wollen. Stürmt ein junger Mann an uns vorbei. Herr Apotheker, Herr Apotheker, fünf bitte, fünf. Sagt er, was fünf? Heute Abend kommen fünf Mädchen, ich brauche fünf Viagra. Der gibt die dem. Am nächsten Tag kommt er wieder. Herr Apotheker, Herr Apotheker, Herr Apotheker. Der sagt, was? Zehn Mädchen? Zehn Viagra? Sagt er, nein, eine Handcreme, die sind gestern Abend nicht gekommen. Als ich dann dran war, hat man's von hin auf die Schulter geklopft. Dann war es der Kuttler Otto und hat gesagt, er hätte jetzt gleich einen Auftritt mit der Ehrenmütze, ob ich ihn nicht vorlassen hätte. Ich sagte, ja Otto, geh vor. Dann war er beim Apotheker gestanden und hat gesagt, ich hätte gerne ein Päckchen Acetylsalicylsäure. Na, hat der Apotheker gesagt, ach, Sie wollen Päckchen Aspirin? Sagt er, ja, ich komme den normal so schlecht merken. Thank you.
marschiert. Mit heißer Luft aus dem Rathaus wird der Strom generiert. Und obwohl unser OB viel Wind produziert, wenn stillstehen die Flügel, alle was konstruiert. Das Lied, hol ich mir aus Silber unser Grünschwergewicht. Dann radelt der Künstler, ob er will oder nicht. Und nun freuen wir uns auf unseren Fanfarenzug mit einem wunderschönen Showauftritt als Pumuckl. Ist ja alles voll, aber bis da alles ruhig ist und sitzt, kann ja auch noch einer rauchen, oder? Oh, darf ich ja gar nicht. Wisst ihr noch, vor 20, 30 Jahren, da hat der OCC noch keine Nebelmaschine mieten müssen. Da war der Dampf von selber da. Aber jetzt muss ich mein Instrument suchen. Ah, da hinten steht's ja. Ha, Himmel, Herrgott, Sakrament noch einmal. Ha, das darf doch nicht wahr sein. Ha, Herrgott, Blitz noch einmal. Das war doch bestimmt wieder dieser Pumuckl. Pumuckl, komm her, mach dich sichtbar. Wo bist du? Pumuckl, habt ihr den Pumuckl gesehen? Lauter, ich höre so schlecht. Nein! Pumuckl! Ah, da bist du ja. Hast du das angestellt? Ich kann nichts dafür, Meister Eder. Ich hab bloß neue Blase und dann hat sich's verbogen. Ich wollte dich doch überraschen, dass ich heute Abend mitmachen kann, wenn große Kobold treffe. Ja, das hast du ja sauber nachgekriegt. Jetzt guck das Ding an. Ja, und eine andere Frage: Wann kommen die eigentlich endlich? Wir müssen alle mal ganz laut rufen. Händ ihr gehört? Wir müssen alle laut rufen, auf drei alle Pumuckl rufen. 1, 2, 3. Pumuckl! Pumuckl nicht! Voll lieb, Gott! Guck niemand! Wir kommen ja dahin! Das reimt sich ja! Und was sich reimt, ist gut! Hurra! Hurra! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Meister Eder! Ja!
Nacht. Verlies Fastenacht. Verlies Fastenacht, Leute, ich hab die Corona-Plag so satt. Wünsche ich trotzdem ne schöne Fasend, dass die Wurst ausfällt, macht mich ganz rasend. Wünsche ich trotzdem ne schöne Fasend, in Fasend, wie sie fast immer war. Ja, das sind Zeiten, gell? Wir wissen alle, es geht halt dieses Jahr nicht. Aber wir machen das Beste draus. Übrigens, wir waren bei euch Weihnachten. Also bei uns daheim war es ganz lustig, gell? Bloß die 10 Personen, das war ein bisschen schwierig, gell? Also zwei Erwachsene plus 4 Kinder macht 8. Und dann noch zweimal Opa und Oma, da waren wir bei 12. Also eine Straftat. 2 Personen zu viel, gell? Wir wollten gerade mit dem Essen anfangen, klingelt es an der Tür. Schreit einer, ist es gut, das Ordnungsamt kommt und überwacht und überprüft. Wir haben dann gleich eure Oma und euer Opa in der Weinkeller und dann gesperrt, gell? Und zur Überraschung, es war der Pfarrer. Nach der Kirche hat er bei uns voraus geklingelt und sich dann sozusagen spontan selber zum Essen eingeladen, gell? Also der Pfarrer da. Und nach der 5. Flasche Affedaler, 4 große Hasenschlägel, so im halben Liter Kirschwasser, ist er dann endlich Richtung Nachbarschaft aufgebrochen. Wir waren alle so gesattelt, dass wir den Opa und die Oma im Weinkeller vergessen haben, gell? Und morgens, gell, wir sitzen in der Küche, trinken Kaffee, da höre ich dann aus dem Weinkeller der Opa, das bekannte Weihnachtslied trällern. Der Riesling wird knapp! Der Riesling wird knapp! Der Riesling wird knapp! Dann fühle ich mich halt mit zwetschte Wasser ab. Ja, ich ras in den Keller nun, schließe die Tür auf und überall leere Flasche. Und da kniet der Opa mit seinen 98 Jahren und seinen 2,2 Promille im Gesicht auf seine schon dreimal gewechselte Knie vor der Oma rum und säuselt. Es muss was Wunderbares sein, von dir geküsst zu werden. Und die Oma, gell, die ist jetzt auch schon 95, kreischt dann in voller Fahrt. Ein bisschen Spaß muss sein. Komm, bring mir noch eine Flasche Wein. So gut wie wir uns heute verstehen, so war es nie so schön. Ein bisschen Spaß muss sein. Da fällt mir grad noch etwas ein. Ich bin so scharf, können 20 sein, wenn du noch weißt, was ich mein. Ja, also, gell, mir durfte ja wegen deiner Kontaktbeschränkung kaum noch raus, gell. Da guckt man sich halt im Fernsehen die ganze Jahresrückblicke 2020 an. Wohl hochinteressant, gell. Die wichtigste Meldung aus dem vergangenen Jahr zum Beispiel. Der englische Premierminister Boris Johnson hat einen neuen Friseur. Oder noch ein knappes halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Angela Merkel ist in den nächsten Jahren. Gell? Oder Friedrich Merz will nicht Kanzler werden, sondern er will die Monarchie wieder einführen. Sich zum größten Kaiser krönen, Friedrich dem Größten. Aber gell, man muss heutzutage völlig aufpassen. Wegen den vielen Fake News. Gell? Also eine neue Meldung hat mich total stutzig gemacht. Gell? Donald Trump hätte nach seiner Abwahl seinen Verstand komplett verloren. Ja, typische Fake-Nachricht, gell? Was soll denn der verlieren? Der hat doch gar keinen Verstand. Aber Tatsache ist ja, Blödheit allein ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Zum Problem wird es erst, wenn diese Blödheit ein Smartphone mit einem Twitter-Account hat. Ja, ja, der Donald Trump hat zu einem Berg Fleisch gewordener Arroganz. 4 Jahre hat er gestunken Trump in seinem Delirium. Von Macht besessen und betrunken pickt er auf der Welt herum. Und es zeigt sich einmal wieder, hat ein Mann den größten Wahn. Kennt er weder Freund noch Brüder, ist rücksichtslos und ohne Scham. Schlimm wäre nur den eigenen Vorteil sucht auf diesem Erdenrund. Lügt, dass sich die Balken biegen, ist schlicht und einfach nur ein Lump. Endlich wurde er jetzt gegangen, ein Ende hat die Niedertracht. Schlimmer kann's ja nicht mehr werden, sonst Amerika, gut Nacht. Ja, 2020, das war ja ein ganz besonderes Jahr. Gell? Im chinesischen Kalender war es das Jahr der 11 Flaschen. Gut, im Vergleich zu der Nationalmannschaft, da hinkt jetzt ein bisschen, gell? Denn das sind ja 12 Flaschen, weil bei uns der Bundestrainer mitgezählt hat. Gell?
Jogi Löw, der Ewige. Schon der Satz für unseren Jogi, gell? Nämlich unseren OCC-Schatzmeister, der Wolfi. Wäre das nix? Der weiß nämlich, dass der Ball rund ist und ins Tor muss. Auf jeden Fall ins Gegnerische. Und deswegen nennt man ja auch den Jürgen Klopp aus Udenau. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, noch eine brandaktuelle Meldung aus dem englischen Königshaus. Die fast 70-jährige Ehe von der Queen Elisabeth und ihrem Prinzgemahl Philipp ist in eine schwere Krise gerade. Ja. Die Queen hat nämlich angeblich einen neuen. Und das in ihrem Alter. Ja, ein sehr junger, spritziger sogar. Nämlich ein rauher Dackel. Und der Prinz Philipp ist schwer sauer. Nämlich nachts im Ehebett, immer wenn der Dackel schwänzelt, stiehlt der dem regelmäßig die Schau. In diesem Sinne, bleibt gesund und haltet euch an unser Motto: Wir lassen uns die Phasen nicht vermiesen. Covid uns lang den Atem noch hält, ist uns heut egal. Wir halten das aus, wenn's schwer uns auffällt. Mir empfiehlt Moral, was überall auf dieser Welt den Menschen Freude macht, das alles sind wir uns doch nicht nehmen. Wer sowas glaubt, dem sagen wir, von Phasen ist der Krieg in den Ohren. Lassen uns die Phasen nicht vermiesen, die Phasen nicht und auch die Fröhlichkeit. Die gute Laune muss der Mensch behüten, trotz Virus sind wir dazu gern bereit. Ein bisschen Ginger, Sesam, Bums, Valera, gehört doch schon allzeit zum Leben. Wir lassen uns die Phasen nicht vermiesen, die Phasen nicht und auch die Fröhlichkeit. Ahoi! Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen mit unserer Showgruppe Dance Revolution. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Light on the run, let's make love tonight.
Hallo ihr Männer, hallo mir Penner. Dass ihr es wisst, wir werden uns lang nicht sehen. Was? Warum? Weil wir in Wirtschaftsquarantäne sind. Uns geht's wie dem Virus. Wir sind auf der Suche nach einem richtigen Wirt. Achtung, mal was zum Lachen. Ein Mann sitzt im Café. Panzerglas! Hä? Also ich kenne den ganz anders. Also pass mal auf. Sitzt ein Mann in der Imbissstube am Fenster. Du hast doch jetzt die Pointe schon wieder versaut. Hörst du irgendjemand lachen? Pass auf, der geht ganz anders. Ein Mann sitzt im Café. Es war gut, der war gut. Aber es sind schon ein bisschen komische Zeiten da, wo du mehr Alkohol in der Hand verreibst, als du saufen tust. Ah, deswegen habe ich ja extra ein Herrenhandtäschchen mitgebracht. Aha. Ja. Oh. Prost, eure Penner. Prost. Und wenn ihr den ganzen Auftritt sehen wollt, dann könnt ihr 2022 zur Sitzung kommen oder jetzt schon kostenlos bei Joy. In Gage, now im Mutter, kann man vieles kaufen. In der Regel muss der gar genauer dafür nicht immer so weit laufen. Ob Klamotte oder Bücher, Klamotte oder Flasche. Man kann vieles hier erwerben, nur vorausgesetzt, man hat genügend Sachstoff. Doch manchmal musst du fort hier,
denn es fehlt vor Ort hier zum Beispiel ein Hotelbetrieb. Doch eines lasse ich sehr aus dem Angebot heraus, denn daran mangelt es uns wirklich nicht. Oh, 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 oh! Ja, genau, die Hauptstadt der Friseure. Oh, oh. Rom ist nicht mal so groß und hat nur zwei Friseure mehr. Hat nur zwei Friseure mehr. Ja, genau, die Hauptstadt der Friseure. Oh, wir haben lang nicht genug, noch ein neuer Coiffeur muss her. Buongiorno Leute, ich bin's der Luigi, guckt doch mal her. Er ist Friseur. Ich mag euch am Kopfele die Haare so richtig schön. Das wirst du sehen. Aus Roma bin ich heute zu euch gekommen, eröffnet Sohn. Friseursalon. An seinen braucht man wohl, du presst du hier noch ein paar Bier. Noch ein paar Bier. Locke, Tönung, Perücke für die Frau. Dauerwelle gibt's natürlich auch. Zum Haare schneide ich die Hausmannung viel größer als gedacht. Wenn es so weitergeht, dann liebe Leute, gute Nacht. Mit meinen Fingern bin ich großer Künstler, steil alles weg. Sie schalten weg. Und locke Wickler, Tremol, du Bene in Arnei. So muss es sein. Doch manchmal rutze ab mit meiner Sehre und Horizont. Hat bloß die Lang. Mach nix, o Läpple wird mit Uhu wieder sehen ein Gebet. Wir sehen es nicht. Ja, genau, ist überall bekannt. Wird ja große Kreisstadt auch genannt. Aus Gottschild schreiben wir statt große Kreisstadt, Mensch, es wäre schau. Einzigartig schick, wo es Friseurstadt gar genau. Einzigartig schick, wo es Friseurstadt gar genau. Liebes Publikum, sehen Sie unser Männerballett mit Ihrem Auftritt als Matrosen. Der Abschied fällt schwer, sagt mein Mädchen Ade. Leinen los, Santiano. Die Tränen sind salzig und tief wie das Meer. Wasser, Wasser, Wasser überall, doch wir haben
schon 14 Tage kein Wind in die Segel uns pfiff. Der Durst war die größte Flagge, dann liefen wir alle auf ein Riff. Ahoi, ahoi, Kameraden! Ein geschlagenes Jahr sitze ich jetzt fest auf meinem Stock in Quarantäne auf dem Sauberg und ich hätte richtig Bock, alle Kerle, die einen Bock geschossen haben, mir kann keiner entfliehen, nach alle Regeln der Kunst durch den Dreck zu ziehen. Doch ich verspreche euch, im nächsten Jahr hole ich alles nach, da wird keiner verschont, da kommt alles zur Sprache. Von Probella einer Drohne, die an der Hauswand zerschrappe und Eibrüch ins eigene Haus durch die Katze klappe. Dafür sind unsere Seemänner über die Mattscheib gefetzt, von ihrer Trainerin Carina Eipart schön in Szene gesetzt und mittendrin, immer nüchtern, voll mit Muskeln und dicke Hose, unser Elferer Dirk Glaser, der Chef der Matrose. Die Jungs brauchen vor dem Auftritt kein Aufwärmprogramm und Glanz. Die glühen lieber vor mit Bier und Schnaps vor dem Tanz. Ein grandioses Finale, immer fetzig und fett. Ein Dankeschön an unsere Tänzer vom Männerballett. Wir sind jetzt fast am Ende, doch passt noch einmal auf. Der OCC setzt mit noch mehr junge Frauen einen oben drauf. Und zwar eine ganze Bühne voll, guckt jetzt alle scharf nach. Ihr Frauen, schnallt eure Männer an. Wir bleiben im Wasser, doch die Bewegungen werden jetzt rund. Verlasse das Schiff und tauche ab auf der Grund. Bewundern die Mädels, da brauchst du mit Schminke nicht Trickse. Um Trainerin Alexandra Siebert und ihre Badenixe. Das war's jetzt von mir und meinem Krab. Ich halt jetzt auch mein freche Lapp. Bleib schön oben auf dem Sauberg, wo ich das ganze Jahr stehe, damit ich das Elend genauestens sehe. Und jeder, der nächstes Jahr ins Fettnäpfel tappt, wird gnadelos von mir an der Phasen verschlappt. Doch jetzt viel Spaß mit dem Showtanz und Bühne frei. Lasst euch verzaubern von unserer Meerjungfrau. Tschüss und Ahoi!
sinke, ich sinke. Allein am Nichts und schwerelos, dieses Blau ist viel zu groß. Ich sinke, ich sinke. Das Malereichmaschine ist jetzt so fern. Der Abwärtsdruck legt sich auf mein Herz. Für mich ist es schon kurz vor vorbei. Doch dein Sauerstoff reicht für uns zwei. Mit dir kann ich unter Wasser immer leben. Nur du holst mich langsam wieder auf. Ich weiß, mit dir kann ich unter Wasser überleben. Und ich will, wie du in meiner Angst ertaust. Hol mich wieder auf.
war das ein Ding. Hä? Am besten war, wo das Ding da das als super, ich wär gar nicht fertig. Und da, Mensch, und die da, die hier, ah, ich wär verrückt. So ein Programm in deine Zeiten, spitze. Aber die Beste, die waren wirklich die unter Honor, der war auch gut, gell? Also ich mach mir jetzt erstmal stilles Wasser auf. Zur Feier des Abends. Und wenn ihr nachher noch ein bisschen was fürs Auge haben wollt, dran bleiben. Es kommen noch ein paar Leid. In diesem Sinne, ein schöner Abend noch. Ahoi. Thank you.